Ayub alayhi salatu wassalam, wie lange war er krank? Bitte? 18 Jahre, wie von Anas ibn Malik authentisch überliefert wurde, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat diese Überlieferung als authentisch klassifiziert. Er war 18 Jahre krank gewesen. Bis die Leute in seinem Volk gesagt haben, bestimmt hat er eine Sünde gemacht, die so schlimm ist, wie sie nie zuvor von den Menschen begangen wurde. Schaut mal, subhanallah, was haben sie vermutet über einen Propheten? Gut oder schlecht? Schlecht vermutet über einen Propheten. Wer traut sich über die besten Diener Allahs, die im höchsten Paradies sind und die von Allah geleitet werden, Schritt für Schritt? Wer traut sich über diese Leute zu sagen, dass sie schlechte Diener sind? Diese Leute haben es gesagt, weil sie gesehen haben, Allah prüft ihn 18 Jahre lang. Aha. Wir haben gesagt, okay, die Krankheit, damit wird eines erzielt, dass die Sünden vergeben werden. Aber irgendwann gibt es keine Sünden mehr. Und wenn die Krankheit trotzdem weiter anhält, wie zum Beispiel im Fall von Ayyub alayhi salatu wassalam, wobei geht es dann bei der anderen Stufe? Die Stufen im Paradies. Allahu Akbar, um die Stufen im Paradies zu erhöhen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, die Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala als Hassan klassifiziert hat, er sagte, wahrlich, der Diener hat eine Stufe bei Allah. Eine Stufe bei Allah. Das heißt, Allah Azzawajal hat ihm eine Paradiesstufe geschrieben. Und er wird diese Stufe nicht erreichen, außer mit dem, was Allah Azzawajal ihn an Prüfung schickt und dieser Diener mit dem geprüft wird, was er mag oder nicht mag. Was er nicht mag. Und er wird so lange mit dieser Stufe, mit dieser Krankheit geprüft, bis er diese Stufe erreicht und er hätte sie mit normalen Taten niemals erreicht. Er hätte sie mit normalen Taten niemals erreicht. Das heißt, hätte er jeden Tag 100 Raka gebetet, hätte er jeden Tag gefastet, mal abgesehen davon, dass man das nicht darf, hätte er, also jeden Tag fasten, hätte er jeden Tag 100 Raka gebetet, hätte er jeden Tag gefastet, hätte er jeden Tag 1 Million gespendet und. Er hätte diese Stufe nicht erreicht. Mit seinen normalen Taten hätte er sie nicht erreicht. Allahu Akbar. Aber wie erreicht er das? Indem Allah Azza wa Jalla ihn mit dem prüft, was? Was ihn in die Paradiesplätze versetzt, die Allah Azza wa Jalla für ihn vorgeschrieben hat. Deswegen, Yahi, das Schlimmste ist, dass du schlecht über Allah Azza wa Jal vermutest. Dass du schlecht über Allah Azza wa Jal vermutest. Wir kommen danach in einem bestimmten Hadith dazu. Denn wenn du schlecht über Allah vermutest, höre diese Überlieferung, Hadith Qudusi. Das heißt eine Überlieferung, wo Allah Azza wa Jal sagt, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِي فَإِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. So, wie mein Diener über mich denkt. Wenn er gut über mich denkt, das heißt, ich habe ihn geprüft mit dem und dem, der Diener sagt, Alhamdulillah, Allah will nur das Gute von mir. Allah will nur das Gute für mich. Wenn er gut über mich denkt, dann für ihn zu seinem Vorteil, für den Diener. Aber wenn er schlecht über mich denkt, dann zu seinem Nachteil. Und das ist eine Grundregel, die du dir merken solltest. Denke immer gut über Allah Azza wa Jal, wisse, er hat niemals etwas Schlechtes mit seinen Dienern vor. Subhanahu wa ta'ala. Natürlich, eine Sache, über die der Diener sich freuen sollte, wenn er krank ist, dass Allah Azza wa Jal ihm die Sünden vergibt. Auch ist die Weisheit von Allah Azza wa Jal, wenn jemand krank ist, dass er Leute wieder zum Weg zurückbringen möchte, die was Allah Azza wa Jal mittlerweile vergessen hat. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Und seid nicht wie die Leute, die Allah vergessen haben, so hat er sie sich selber vergessen lassen, diese Leute. Viele Leute, weil sie alles machen können, tun sie auch alles. Aber die Krankheit erinnert sie wieder an Allah Azza wa Jalla.